Hallo, ich bin Adel der Reisende und bin mit meinem Van durch Europa unterwegs. Heute wollte ich euch mal zeigen, womit ich mich so beschäftige, worauf ich keinen Bock habe, und zwar mit dem Van. Ja, hier ist quasi mein Bad, ja, Toilette, Bad mit Waschbecken, das man so zuklappen kann. Ja, mein Problem besteht darin, heute, ich zeige euch das mal, den Wasserhahn habe ich ganz rausgezogen. Der ist quasi so als Dusche umfunktionierbar. Also hier kann man das aufhängen. Ja. Und da kann man hier drin duschen. Also man kann die Tür hier auch komplett zumachen. Also das ist hier so eine Schiene. Zum Beispiel hier die Tür, also ich mach das nie, deshalb habe ich hier auch das Ding hängen. So wie so eine Schiebetür. Dann kann man hier einmal hier eine große Kabine zumachen und dann auch hier drin duschen. Ich allerdings, war so cool, habe einfach hier aus dem Fenster meine Duschbrause gehalten und habe dann geduscht. Draußen. Und dann habe ich nicht den ganzen Kram, muss ich hier nicht aufräumen und sauber machen, beziehungsweise das Wasser wegmachen. Das Problem ist jetzt allerdings, das Ding lässt sich nicht mehr reindrücken. Und ja, dann lässt sich das Ganze auch nicht mehr zukloppen richtig. Das hängt hier irgendwie fest. Ich hatte schon mal das Problem, da musste ich das Ganze auseinanderbauen, weil der Abfluss hier, also nicht hier, sondern dahinter verstopft war. Da habe ich mir wohl zu viel die Haare gewaschen. Und da muss man echt sehr vorsichtig sein. Ich war da eigentlich vorsichtig, aber das braucht man nicht viel. Weil sind so kleine Auslässe. Wenn die verstopft sind, dann hast du hier ein Problem. Ich zeige euch mal, was man da machen muss. Also so, ich habe hier jetzt überall Schrauben gelöst, hier an der Seite, hier sind mehrere. Und jetzt kann man das hier so abnehmen. Ich mache das mal besser mit zwei Händen. Dann sieht das so aus hier. Hier drin, das muss man auf jeden Fall ab und zu mal sauber machen. Sieht richtig nicht schön aus, obwohl ich immer aufgepasst habe, dass da kein Dreck reinkommt. Aber da bleibt auch Sand hängen und alles und dann verstopft das schön. Und hier das Ding, das muss ich jetzt hier gleich mal runterdrücken und dann kann ich das Ganze wieder zumachen. So, ich habe das jetzt mal alles sauber gemacht. Diese Wanne habe ich jetzt nicht ganz abgenommen. Also die hängt hier unten noch am Schlauch fest. Das möchte ich jetzt nicht lösen, da kriege ich es nicht dicht. Hier sehe ich, dass sich Schimmel schon gebildet hat, leider. Und das lasse ich jetzt erstmal so trocknen. Habe das sauber gemacht und ich hatte das schon mal, da war das komplett hier voll. Und dann lief das hier runter. Und zwar hier unten rein. Schön, ne? Und wenn du das zu spät mitkriegst, dann steht da unten Wasser und da bildet sich Schimmel. Ja, das ist halt das Problem, wenn man einen Van fertig gebaut kauft. Also das ist ja direkt schon vom Hersteller so gebaut worden. Da ist es echt schwierig, selber etwas zu reparieren oder auszutauschen oder was zu machen. Das ist ja alles Einzelanfertigung und da muss man echt suchen nachher. So, ich habe es jetzt mal über Tag trocknen lassen und jetzt wieder zusammengebaut. So sieht es jetzt aus. Lässt sich wieder schön zuklappen, alles wieder zugemacht und fertig. So, jetzt habt ihr mal einen Einblick bekommen, womit ich mich so neben dem Chillen und dem Reisen beschäftigen muss ab und zu. Oder herumschlagen muss. Ist auch nicht immer alles schön, ne? Aber Besitz ist halt so, da kann mal was kaputt gehen. Und ja, ich habe zum Glück jetzt wieder hingekriegt. Beim nächsten Mal oder einem der nächsten Videos, weiß ich noch nicht genau, dann zeige ich mal den restlichen Camper von innen. Und von draußen kann ich natürlich auch zeigen, wer es noch nicht gesehen hat. Und wie ich hier so in meinem Camper lebe mit meinen zwei Hunden und wie es hier so sonst noch so aussieht und was ich so
einen kleinen Gimmicks hier habe und warum ich mich für einen Kastenwagen entschieden habe und nicht für ein Wohnmobil. Ich bin auch jetzt happy darüber. Ja, das erzähle ich dann in diesem einen der nächsten Videos. Also ich freue mich, wenn ihr mir ein Like gebt, wenn euch das hier gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao.